Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich eine eher analoge Veranstaltung machen. Und wie gesagt, die wichtigsten Pralinchen sind ja da. So, wir nehmen jetzt einfach auf. Und die anderen können da tut es nicht mehr. Aber das Ausschlaggebende war 1849 Kamera direkt auf dem Glockenturm. Und bei Glockenschlag 19 Uhr begrüße ich dann entsprechend und sage liebe Freunde der Kunst und Kultur der südlichen Rheinstraße. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Macht ihr die Atelierpause zur Vernissage Alter Schwede. Und ist das nicht ein toller Titel? Wenn da draußen Menschen vorbeigehen, dann gucken sie aufs Plakat und ich weiß nicht, wie oft ich schon alter Schwede war. Das ist richtig gut. Vor einem Monat hatten wir das Jazz-Quintett Lirex. Das war auch eine Hybridveranstaltung, also wir haben Gäste gehabt, wir haben live gestreamt, tatsächlich. Und wie das so ist, heute funktioniert es nicht und das ist, ja, Technik. Wir können es nicht ganz genau sagen, wieso. Normalerweise ist das eigentlich kein Problem gewesen, aber wir haben Internet, wir haben alles hier sauber eingestellt, wir sind mit dem Rechner auf YouTube, aber YouTube verbindet sich nicht mit der Streaming-Software und so ist es. Das ändert aber nichts daran, dass wir heute Abend auf alle Fälle einen Spaß haben. Wir zeichnen das alles auf, soweit es geht. Und wir werden Ariane Hackstein dann aus Essen zugeschaltet haben. Das haben wir schon mal, das funktioniert. Das ist so schön. Matthias Dibus ist hier und das finde ich toll, live. Ich glaube, mehr Live-Veranstaltungen tun uns ganz gut für die Technik. Ich sage einfach was zur Ausstellung. Also wie kam es eigentlich zu dieser Ausstellung? Und angefangen hat es mit dem Kultursommer Rheinland-Pfalz. Der hat letztes Jahr das Thema ausgeschrieben, Kompass Europa Nordlichter. Und wir sind zusammengesessen mit Freunden beim Abendessen, haben so ein bisschen darüber gesprochen, was wir machen könnten. Und dann ist uns der Tipp gegeben worden, ein Kunsthistoriker in Offenbach an der Queich wäre Spezialist für skandinavische Kunst. Arno Mohr heißt er. Wir haben einen Termin vereinbart, wir sind dorthin gefahren. Ich hatte noch so die Vorstellung, okay, Bilder an der Wand, viele Wände, aber es war eher so, 6500 Bilder kann man nicht an die Wand hängen. Also das ist ein großes Lager und wir sind dann
entsprechend durch die gestapelten Werke und durch die in den Regalen eingelagerten Werke gegangen. Anne Rutt hat kuratiert, hat verschiedene Kunstwerke ausgewählt und das haben wir dann eingeladenen Künstlerinnen zugeschickt, also 30 Stück. Die wiederum hat sich dann ihr Kunstwerk quasi ausgesucht, was sie neu interpretieren sollten. Das war also die Aufgabe, das war unsere Idee, dass wir alte Schweden sind also nicht nur Schweden, sondern auch aus Dänemark, wenn mich nicht alles täuscht, alte Schweden aus dem Anfang 20., Mitte 20. Jahrhunderts nehmen und eine neue Interpretation vornehmen lassen von Künstlern. Die weiteren Details jetzt würde ich jetzt fast der Arimane überlassen. Und wir kriegen die Laudatio von Ariane Hachstein aus Essen, Kunsthistorikerin. Und dazwischen gibt es mal kleine Häppchen von Matthias Rivas. Also, viel Spaß mit der Laudatio. Herzlich willkommen, liebe Künstler, Künstlerinnen und liebe Gäste. Na, du alter Schwede, das ist eine bekannte Redewendung. Manchmal sagt man es als Ausdruck des Erstaunens, ein andermal auch als scherzhaft gemeinte Empörung wie mein lieber Schwan. Oder man braucht es unter Freunden im Sinne von Kumpel. Na, du alter Schwede. Letztere Bedeutung kommt dem Ursprung der Redewendung, der im Dreißigjährigen Krieg zu finden ist, wohl am nächsten. Damals hatten die Preußen erfahrene schwedische Soldaten zu Hilfe geholt und sprachen diese respektvoll, bewundernd mit alter Schwede an. In unserem Fall dürften wohl alle drei Bedeutungsebenen gleichzeitig zutreffen. Die Kunstwerke stehen alle in einem auf Respekt basierenden kollegialen Dialog miteinander. Es gibt keine Zerstörung, kein aggressiv provokantes Kontra. Doch es gibt viele überraschende und auch humorvolle Dialoge. Fischen ist ein elementarer Berufszweig, jahrhundertelang, sagt Margot Beer aus Saarbrücken, die immer schon fasziniert ist von der gemeinsamen und elementaren Arbeit, die Fischer tun. Weiter schreibt sie in ihrem Konzept: Fischen in denselben Wassern, an allen Küsten, auf allen Kontinenten. Sie stellt dem locker gemalten Ölbild des schwedischen Künstlers, das Fischer beim Sortieren ihrer Netze im Morgenlicht zeigt, ihr Bild Shorelines mit einem ähnlichen Motiv im gleichen Format zur Seite. Das Foto, von ihr an einem Strand in Vietnam aufgenommen, ebenfalls im diffusen Morgenlicht, ist auf das Wesentliche reduziert. Violett und Blau im Siebdruck darüber gesetzt, übersteigern die Lichtwirkung. So findet das existenzielle Tun der Fischer seinen Ausdruck vor allem in der puristischen Bildsprache, in der die beiden Rückenfiguren kontrastreich vor der Weite des Meeres gezeigt werden. Margot Beer gelingt ein intimer Blick auf anonym Fischende mit universeller Gültigkeit. Fischen, ein Broterwerb, weltweit und seit Urzeiten. Essen ist ein Thema, das die ersten drei der vorgestellten Dialoge miteinander verbindet. Essen ernährt uns auch im doppelten Wortsinn. Esskultur verrät uns viel über gesellschaftliches Miteinander und es ist das zentrale Thema von Anja Roth, das sie oft auch gemeinsam mit der Fotografin Sabine Mader bearbeitet. Beim Essen herrscht Frieden, hieß zum Beispiel einmal eine Installation von ihr. Oder aktuell arbeitet sie an Foodporn. Anja Roth, die zugleich auch Kuratorin der Ausstellung und hier zu Hause ist, hat sich selbst aus den 30 Werken, die sie aus dem riesigen Konvolut von Arno Mohr herauswischte, das Porträt eines jungen Mädchens auf einem Stuhl sitzend ausgewählt und daraus eine mehrteilige Installation geschaffen. Gunilla frühstückt, heißt ihre Arbeit im Gedenken an Astrid Lindgren. Dem pubertierend und etwas zurückweisend reinschauenden Mädchenporträt serviert sie etwas.
Nicht nur, weil für sie Essen das zentrale Thema ihres künstlerischen Tuns ist. Anja erinnert sich beim Stichwort Schweden auch an ihre eigene Kindheit, an die Urlaube in Schweden, an das karge Frühstück dort. Sie fragt sich, was hält dieses Mädchen davon ab, zu lächeln und sich des Lebens zu freuen? Sie hängt Teller, Löffel, Messer in grafischen Variationen, zeichenhaft auf Acryl gedruckt, aneinandergereiht, überblendend vor das schwedische Gemälde. In diesem Künstlerzwiegespräch verschmelzen die so verschiedenen Werke zu einer neuen Erzählung. Und dabei offenbart die zeitgenössische Antwort viele Fragen. Nachdem Sabine Marder aus München im vergangenen Jahr hier in dieser Galerie die Ausstellung Der gedeckte Tisch realisierte, überrascht es nicht, dass sie sich von Tellern, Sammlerstücken für die Wand, angezogen fühlte. Sie wählte zwei Teller aus, bemalt mit Fischen und Vögeln. Ob da vielleicht weitere Motive waren? Sabine Marder kam jedenfalls sofort ihr Thema vier Elemente in den Sinn. Schweden, Skandinavien, da denke ich an Scheren, Natur, Meer, Wind und Weite, sagt sie. Die Fotografin überzog Porzellanteller mit Kopien ihrer Fotografien. Intuitiv griff sie Motive aus ihrem großen Fundus auf und so entstanden 13 Teller, von denen 7 hier ausgestellt sind. Wie aufsteigende Luftblasen an der Wand arrangiert, von einer zauberhaften Qualle ganz zum Fußboden hin, über erdige Gemäuer bis hin zu funkensprühendem Feuer und zur durch die Lüfte gleitenden Möwe ganz oben, fast unter der Decke. Eine poetische Hommage an die vier Elemente, die ebenso wie das Essen Grundlage unseres Lebens sind.
Figur und Raum ist das Thema meiner Betrachtung in dem zweiten Part. Auch Rainer Negrelli aus Mannheim ist kein Unbekannter in dieser Galerie. Bekannt für seine dynamischen, oft auch farbigen Aktbilder, wählte er sich hier eine konstruktiv komponierte Hafenlandschaft in Schwarz-Grau-Violett-Tönen. Die formale Nähe der beiden fremden Bilder ist sehr deutlich bei diesem Paar. Umso verblüffender zu hören, dass seine Hafenmole unabhängig von der Begegnung mit dem schwedischen Bild entstanden ist. Seiner zeitgenössischen Industrielandschaft in schwarzer Tusche und mattgrauer Lackfarbe fehlt allerdings im Gegensatz zum schwedischen Pendant jegliche Figur. Luftig und offen der Vordergrund versperrt die blockhafte Industriearchitektur jeglichen Blick auf den Horizont. Das menschenleere Bild entstand während der Pandemie-Isolation, ist also ein Zeitdokument, das Rainer Negrelli aus einer größeren Serie, die er in diesem Sommer schuf, auswählte. Gegensätzlicher und rätselhafter als das heitere Bildnis lachender Frauen und das ungegenständliche weiße Liniengespinst ist keines der Bildpaare dieser Ausstellung. Ihre Gemeinsamkeit liegt im Inneren, nicht im äußerlich Sichtbaren. Franziska Keller aus Bremen begeisterte sich für ein Gemälde, das zwei exzessiv lachende und eine dritte uns abgewandte Person zeigt. Die Ursache der großen Heiterkeit bleibt offen. Die Entsprechung dazu fand die konzeptuell arbeitende Künstlerin vom Zufall geleitet in ihrem Atelier. Ihr Objekt ist von der Kuratorin auf einem kleinen Tisch vor dem Bild präsentiert. Es ist ein sogenanntes Tonfeld. Im rauen Holm ist eine schwarze Siebdruck gelassen. Dieser begrenzte Raum diente 2 Jahre lang zahlreichen Kindern als Spielfeld zum Gestalten mit Ton. Immer erneut dasselbe Feld. Es sind die zarten Spuren ihres freudigen Spielens, die Franziska Keller aufspürt und mit weißer Farbe verstärkt hat. Diese Arbeit spiegelt ein zentrales Prinzip der Künstlerin. Sie findet Linien in Material und Objekten und macht diese auf ungewohnte Weise im Raum sichtbar. Das Thema der Fotografin Vera Reschke aus Böblingen sind Menschen. Ursprünglich kommt sie von der Porträt- und Modefotografie. Hier macht sie das Bildnis einer kleinen Ballerina sich zu eigen. Die Tänzerin wird aus ihrem Malerischen ausgelöst und in die abstrakten, an Nordlicht erinnernden Bildwelten der Fotografin eingefügt. Inspiriert von der Haltung der kleinen Tänzerin, schafft sie eine Synthese aus Figur und Raum, die das Rätselhafte und Fragen nach dem Wo, Wie und Warum offenlegt. Dabei gelingt Vera Reschke mit ihrer ganz eigenen fotografischen Technik, die sie über viele Jahre entwickelt hat, eine Reihe von zauberhaft dynamischen Stimmungsbildern, in denen die Tänzerin aus dem Rahmen befreit, wie im siebten Himmel zu schweben scheint. Eine Interpretation durch die Präsentation als schwebendes Mobile unterstützt. Erst die subtile Vielfalt dieser 30 Unikat-Fotografien der Serie Nordedition entfaltet das eigentliche Thema der Fotografin: Licht durch Bewegung im Raum sichtbar zu machen. Man kann es gar nicht oft genug sagen, wie gut das der Musiker anwesend ist. Da kann ich nicht einspringen, da kann ich nichts Thank you.
Last but not least, in das Meer darf nicht fehlen, denkt man an Skandinavien. Manja Adamson aus Darmstadt liebt das Meer und hat sich ein ganz klassisches Seestück aus dem skandinavischen Fundus ausgesucht. Mit einem Schweden verheiratet, reist ihre Familie seit 20 Jahren jährlich nach Schweden. Doch die meditative schwedische Malerei erwidert sie mit einem Foto vom Atlantik und einer Toncollage. Hierfür hat sie Stimmen und Gedanken vieler Autoren zum Thema Meer gesammelt. Neben Gedichten und Liedtexten werden beispielsweise 21 Blautöne der RAL-Farbskala aufgezählt und ganz persönliche Gefühle und Gedanken von Menschen aus ihrem privaten Umfeld zum Thema Meer hörbar. Überraschend ist dabei, wie vielfältig die Äußerungen sind, lieben doch alle das gleiche Meer. Ihr eigenes Statement versteckt sie in dem für sie so bedeutsamen Atlantikfoto. Im Kontrast zum ruhigen schwedischen Meerblick dominiert darin die Dynamik des Wassers und der Wolken. Bewegung als Ausdruck der Vergänglichkeit, der Zeit. Eine existenzielle Erfahrung, die sich ganz besonders an den stetigen Brandungswellen erleben lässt. Ein Moment, der sich nur scheinbar in einem Bild festhalten lässt. Silvi Meyer aus Landau wurde von der stillen Traurigkeit eines ganz kleinen Ölbildes berührt. Das beige-graue Bild gibt zwischen streng geradlinigen Vertikalen den Blick auf ein winziges Paar am entfernten Ufer frei. Die Malerin sprengt die Stille des kühlgrauen Strandbildes vom alten Schweden. Sie verwandelt die Szene durch leuchtende Farben und expressiven Farbauftrag. Die dynamische Bewegtheit der Komposition und die gesteigerte Bildgröße schaffen ein vor Leben sprühendes Bild, das genaue Gegenteil der nordischen Traurigkeit. Zufall, dass auch ihr Bild Mein Weg zum Meer auf Erlebnissen an der Atlantikküste beruht? Yimeng Wu aus Berlin kommentiert ihre Bildauswahl folgenderweise. In diesem Jahr bin ich nicht viel gereist und das Bild brachte mir zumindest den Traum vom Meer, eine visuelle frische Abkühlung in den heißen Sommertagen. Ihre Begeisterung für diese schwedische Küstenlandschaft basiert auf den starken, frischen Farbkombinationen von Lila, Blau und Beige und den grafischen Formen, mit der die Steilküste der großen Karlsinsel ins Bild gesetzt ist. Mit ihrer Küstenlandschaft greift sie Farben und Formen des Vorbildes in ganz freier Annäherung auf, schneidet die einzelnen Elemente aus Papier aus und fügt sie zwischen zwei Glasplatten. Wie zum fröhlichen Fest scheinen die leuchtenden Farben und Formen im Raum zu tanzen, befreit aus der kubistischen Komposition, ein Ausbruch der Formen, und tatsächlich können sie sich auch wirklich frei zwischen den beiden Glasscheiben bewegen. Nun, 8 Künstlerinnen und ein Künstler haben sich berühren lassen von den alten Schweden. Spannende und vielfältige Zwiegespräche wurden kreiert, die Anja Roth und Herbert Pauser zu einer lebendigen Ausstellung installiert haben. Wachküssen geht nur, wenn sich eine Beziehung findet, eine neue Anziehungskraft entsteht und Energie fließt, sagt Anja zu diesem Blind Date. In diesem Sinne hoffe ich, dass auch ich sie nun ein wenig wach geküsst habe und sie sich von der Kunst berühren lassen. Denn hier mit der Kunst ist Kommunikation trotz Isolation möglich. Viel Vergnügen. Ich will
wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier aus Essen. Viel Spaß mit der Kunst. Ich sage jetzt mal, liebe Ariane, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob sie mich hört, weil die Technik ja heute wirklich Schabernack mit uns treibt. Ich winke mal. Was tut sie? Sie tut nichts. Jetzt würde ich den wunderbaren anwesenden, daseinenden, so seienden Matthias bitten, noch ein paar wunderbare Klänge für uns in den Raum zu stellen. Ich danke dir.
Zum Interview. Wir haben ja ein paar Künstlerinnen da. Und geplant war ein Interview. Wir spielen jetzt ein Spiel ein und schauen mal, was die Künstlerinnen sagen. Das Meer ist wie ein Lernen ohne Ufer. Fischen in denselben Wassern. Linien als eingeschriebene Spuren, die auf komplexe menschliche Bewegungschoreografien hinweisen. Die vier Elemente des Nordens. Eben auf meinem Weg zum Meer. In der Kunst gibt es keine Fragen, es gibt nur Antworten. Rendezvous im Lichtermeer. Gundela kommt aus Bullerbü und frühstückt jeden Tag das Gleiche. Eine steinige Felsenküste, die durch Licht durchflutet zu einem Garten wird. Ja, soweit die Interviews. Wir machen jetzt den fließenden Übergang. Wir
überspringen jetzt ein paar Programmpunkte. Wir machen den fließenden Übergang zur Daxa. Können wir die Sponsoren anwenden? Ja, Danksagung. Auch wenn es jetzt komplett anders war, aber wir haben zwischendrin mal auf den Moni geguckt. Ist schon eine tolle Veranstaltung. Schade, dass es nicht rausgegangen ist. Also es waren wirklich tolle Bilder da. Wir werden ein bisschen was zusammenschneiden dann. Aber jetzt heißt es erstmal Danke sagen. Also zunächst mal an die finanziellen Unterstützer. In erster Linie der Kultursommer Rheinland-Pfalz, die Stiftung Rheinland-Pfalz, die alle unsere Veranstaltungen in diesem Jahr unterstützt hat, finanziell unterstützt hat. Und das ist natürlich enorm wichtig, auch damit man tatsächlich dann auch die Programme so gestalten kann, Künstler einladen kann, Künstlerinnen einladen kann, Musiker einladen kann und natürlich auch ein bisschen die Technik, da komme ich aber dann noch dazu. Der Bezirksverband Pfalz hat entsprechend auch einen Beitrag geleistet. Vielen Dank. Die Sparkasse Südliche Weinstraße unterstützt uns nun auch seit drei Jahren. Es gibt uns ja noch gar nicht so lange. Der Kreisbeigeordnete Kurt Wagenführer ist hier als Gast und also bitte geben Sie unseren Dank an den Landrat Seefeld und den Vorstand der Sparkasse weiter und herzlichen Dank. Die Gemeinde St. Martin unterstützt uns, herzlichen Dank dafür. Die Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz fördert ausschließlich Musikveranstaltungen, also Matthias, dein Part. Und ganz zum Schluss, der Fördertopf 6 Punkte für Kultur des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Rheinland-Pfalz. Genau. Und sonst könnten wir das gar nicht machen. Was die 6 Punkte für Kultur noch nicht so ganz hat, ist vielleicht die Internetleitung hier nach St. Martin. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann es lag jetzt. Schnelles Netz. Aber alles andere ist schon ziemlich toll. Die Unterstützung haben wir bekommen. Auch die letzten Livestreams konnten wir eigentlich nur so schalten und so in der Qualität auch bringen, weil wir hier die Unterstützung bekommen haben für das technische Equipment. Peter Lehr, Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz, Kulturausschuss, wenn mich nicht alles täuscht. Und geben Sie unseren Dank weiter und das ist wirklich eine tolle Unterstützung. Dann natürlich mein Dank an alle Mithelfer. Also, Josef Bramel, an der Technik hinten, Regiekurs sozusagen. Sandra Tillmann hinter der Kamera. Wunderbar. Und Anja Roth. Und ihre Ideen, das tatkräftige Mithelfen, da würde hier gar nichts gehen. Das muss man ganz klar sagen. Also, großen Kanal. Jan Arnstein, vielen Dank. Ich springe gleich nochmal rüber, weil dann kommt zum Abschluss einfach Matthias nochmal mit 2 Stücken. Ist das okay? Genau, dann sage ich nämlich jetzt ganz schnell, dass das die letzte Veranstaltung in diesem Jahr. Aber auch im nächsten Jahr. Also wir werden nächstes Jahr keine Veranstaltung hier im Atelier Rotpause machen. Das hat schlichtweg 2 Gründe. Das eine, wir wollen einfach endlich diesen Hof errichten. Zum anderen ist nächstes Jahr der Kultursommer Rheinland-Pfalz mit dem gleichen Thema wie dieses Jahr unterwegs, nämlich Kompass Europa Nordlichter. Wir haben alle Veranstaltungen durchgeführt und viele, viele Veranstalter haben ihre Veranstaltungen abgesagt gehabt. Und deshalb finden natürlich diese Veranstaltungen im Jahr 2021 statt. Wir wollten eigentlich nicht nochmal Kompass Europa Nordlichter machen. Und deshalb hat beides zusammengepasst. Auf der einen Seite, dass wir eben diese Pause machen können, dass wir dann auch hier mit dem Hof kommen. Aber wir sind nicht ganz weg, sondern wir werden aus Kirchweiler berichten. Also Ort Kirchweiler. Wir werden nächstes Jahr den Kunstpfad Kirchweiler eröffnen. Im September werden dort die ersten Objekte gestellt. Und das ist ja eine längerfristige Geschichte, sodass von Kirchweiler aus über Maikammer nach St. Martin ein Kunstpfad entsteht, der auch dann wieder zurückführt. Man kann also über 12 Kilometer gehen, kann aber auch kürzere Abschnitte machen. Und das werden wir nächstes Jahr angehen und werden entsprechend aus Kirchweiler dann das ein oder andere Mal
berichten und das technische Equipment dann nach unten setzen. Wobei ich schon gehört habe, dass Kira dann noch in dem einen oder anderen Haus keinen Internetanschluss hat. Dann schauen wir mal. Die Ausstellung Alter Schwede, das ist natürlich jetzt etwas, was mehr im Livestream jetzt wichtig wäre, ist Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils 15 bis 17 Uhr zu sehen. Am Sonntag, 8. November, schließen wir dann die Tore. Morgen und übermorgen noch offenes Atelier, nächstes Wochenende auch, das ist ein bisschen länger aus. Also ich sage jetzt Tschüss und einen schönen Abend noch hier bei uns, beziehungsweise vielleicht auch hier im Ort. Wir sehen uns wieder hier in St. Martin. Vielen Dank und jetzt ist Matthias dran. Thank you.
Finalisker,